Die zertanzten Schuhe. Es war einmal ein König, der hatte 12 Töchter, eine schöner als die andere. Sie schliefen zusammen in einem Saal, wo die Betten nebeneinander standen, und abends, wenn sie darin lagen, sperrte der König die Türe zu und verriegelte sie. So, meine Täubchen, jetzt habe ich euch wieder eingeschlossen, damit ich ganz sicher sein kann, dass ihr schlaft und nicht wieder tanzen geht. Wenn er am nächsten Morgen aber die Tür wieder aufschloss, sah er, dass alle 12 beim Tanze waren. Und so ging das Nacht für Nacht, und niemand konnte ausfindig machen, wie das vor sich ging. Da schickte der König einen Ausrufer durchs Land. Wer es ausfindig machen kann, wo die Töchter des Königs in der Nacht ihre Schuhe zertanzen, soll sich eine davon zur Frau wählen und nach seinem Tod König werden. Wer sich aber meldet und es nach 3 Tagen und 3 Nächten nicht ausfindig machen kann, hat sein Leben verwirkt. Nicht lange danach meldet sich ein junger Königssohn und erbot sich, das Wagnis zu unternehmen. Der König selbst führte ihn in ein Zimmer, das direkt an den Schlafsaal der Prinzessinnen stieß. Hier ist dein Bett. Die Saaltüre lasse ich heute Nacht offen, damit meine Töchter nicht unbemerkt hinaus können. Nun gib Acht und halte die Augen offen. Doch kaum hatte sich der Königssohn niedergelegt, überfiel es ihm wie Blei auf die Augen, und er schlief ein. Als er am andern Morgen aufwachte, sah er, dass alle 12 beim Tanze waren, denn ihre Schuhe hatten Löcher in den Sohlen. Du hast noch 2 Nächte vor dir, um das Geheimnis aufzudecken. Also sei diesmal wachsamer, sonst kann ich dir dein Leben nicht schenken. Doch am 2. und 3. Abend ging es dem Königssohn nicht anders. Sobald er sich niederlegte, überfiel ihn eine so große Müdigkeit, dass er die Nächte durchschlief, statt wach zu bleiben. Am 3. Tag war er nicht schlauer als am 1. und zur Strafe wurde er hingerichtet. Da trug es sich zu, dass ein armer Soldat mit einer Wunde sich auf dem Weg in die Stadt befand, in der der König wohnte. Auf dem Weg dorthin begegnet ihm eine alte Frau mit Krückstock. »Na, mein Söhnchen, wo willst du hin? Vielleicht zum König und seinen schönen Töchtern?« »Ach, ich weiß nicht recht«, und er setzte im Scherz hinzu, »ich hätte wohl Lust, ausfindig zu machen, wo die schönen Töchter in der Nacht ihre Schuhe zertanzen, um hernach König zu werden. Aber es ist eben auch ein großes Wagnis. Und so schwer ist es nicht. Dann gebt mir einen Rat, gute alte Frau, wie ich es besser machen kann als meine Vorgänger, die alle ihr Leben lassen mussten. Du darfst den Wein nicht trinken, und du musst so tun, wie wenn du fest eingeschlafen wärst. Den Wein nicht trinken. Und so tun, als wäre ich fest eingeschlafen. Gut, weiter. Hier hast du ein Mäntelchen. Damit hat es eine große Bewandtnis. Wenn du es umhängst, so wirst du unsichtbar und du kannst den 12 Prinzessinnen nachschleichen. Ich danke euch, gute alte Frau. Jetzt habe ich Mut bekommen. Jetzt kann ich mich beim König melden als Freier, um das Rätsel zu lösen. Er bedankte sich, fasste sich ein Herz und ging zum König. Hast du dir das auch genau überlegt? Du weißt, dass darauf die Todesstrafe steht, wenn du versagst. Ich fürchte mich nicht, mein König. Ich entdecke euch das Geheimnis der zertanzten Schuhe. Er ward so gut aufgenommen wie all die anderen auch. Und es wurden ihm prächtige königliche Kleider zugetragen. Abends zur Schlafenszeit ging er in das Vorzimmer. Und als er zu Bette gehen wollte, kam die älteste Prinzessin zu ihm. »Hier hast du einen Becher Wein zur Erfrischung. Er wird dir bestimmt schmecken.« Er aber hatte sich einen Schwamm unter das Kinn gebunden, ließ den Wein da hineinlaufen und trank selbst keinen Tropfen. Dann legte er sich nieder, und als er eine Weile gelegen hatte, fing er an zu schnarchen wie im tiefsten Schlaf. Das hörten alle 12 Prinzessinnen und sie lachten. Hört ihn euch nur an, der hätte sich auch sein Leben sparen können. Gute Nacht, Herr Freier, und süße Träume, sagte die Älteste, und alle anderen Schwestern lachten. Ah, gute Nacht, gute Nacht, gute Nacht. Dann standen sie auf, öffneten ihre Kisten, Kasten und Schränke, holten die prächtigsten Kleider hervor,
putzten sich vor ihren Spiegeln, sprangen herum und freuten sich auf den Tanz. Nur die Jüngste lachte nicht mit. »Ich weiß nicht recht. Ihr freut euch heute alle so, aber mir ist so wunderlich zumute. Gewiss widerfährt uns heute ein Unglück. Ach, du bist ein Gänschen, das sich immer nur fürchtet. Hast du vergessen, wie viel Königssöhne ihr Leben lassen mussten? Ich hätte dem Soldaten nicht einmal einen Schlaftrunk geben müssen, der wäre ohnehin nicht aufgewacht.« Wie sie alle fertig waren, sahen sie noch einmal zum Soldaten. Der aber hatte die Augen geschlossen, regte und rührte sich nicht, und so glaubten sie, seiner sicher zu sein. Da geht die Älteste zu ihrem Bett und klopft dreimal daran. Alsbald sank es in die Erde und sie stiegen die Öffnung hinab, eine nach der andern, die Älteste voran. Der Soldat, der alles mit angesehen hatte, zauderte nicht, hing sich sein Mäntelchen um und stieg hinter der Jüngsten hinab. Mitten auf der Treppe trat er ihr ein wenig auf das Kleid. »Was ist das? Wer hält mich am Kleid? Du bist so einfältig, du wirst an einem Haken hängen geblieben sein.« Unten kamen sie in einen herrlichen Baumgang. Da waren alle Blätter von Silber. »Da will ich mir ein Wahrzeichen mitnehmen«, sagte der Soldat und brach sich einen Zweig ab, wobei es aus dem Baum so krachte, dass die Jüngste zusammenzuckte. »Das ist doch sonderbar. Habt ihr diesen Knall gehört? Das sind die Freudenschüsse, weil wir unsere Prinzen bald erlöst haben. Seid doch nicht so ängstlich«, sagte die Älteste. Sie gingen weiter und kamen in einen herrlichen Baumgang. Da waren alle Blätter von Gold. Und endlich in einen dritten, da waren alle aus Diamanten. Von beiden brach sich der Soldat einen Zweig ab, wobei es jedes Mal so krachte, dass die Jüngste zusammenfuhr. Oh, wieder dieser Knall. Das geht doch sonderbar zu heute. Das sind die Freudenschüsse, du Hasenfuß, sagte die Älteste. Sie gingen weiter und kamen an einen großen unterirdischen See. Auf dem standen 12 Boote und in jedem Boot saß ein schöner Prinz. Die hatten auf die 12 gewartet. Ein jeder nahm eine zu sich. Der Soldat aber setzte sich in das Boot der Jüngsten. »Das Boot ist heute viel schwerer als sonst. Wir kommen nur so langsam vorwärts. Das kommt vom warmen Wetter. Mach dir darüber keine Gedanken«, sagte die Älteste. Auf der anderen Seite des Sees stand ein hell erleuchtetes Schloss, aus dem eine lustige Musik erschallte. Sie ruderten rüber, traten ein und ein jeder Prinz tanzte mit seiner Liebsten. Auch der Soldat tanzte unsichtbar mit. Als die Jüngste ihren Becher hochhielt, trank er ihn aus, so dass er leer war, bevor sie ihn noch an den Mund führte. »Wieder ist mein Becher leer. Dabei habe ich doch noch gar nicht getrunken.« »Ach, du wirst ihn in deiner Unachtsamkeit verschüttet haben. Mach dir nichts draus. Lass dir einen neuen einschenken«, sagte die Älteste. Sie tanzten da bis 3 Uhr am anderen Morgen. Die Prinzen fuhren sie wieder hinüber über das Wasser. Diesmal setzte sich der Soldat in das Boot der Ältesten. Am Ufer nahmen sie Abschied von ihren Prinzen. »Morgen Nacht kommen wir wieder. Wartet auf uns. Ja, wartet auf uns. Wartet auf uns. Wartet auf uns.« Als sie an der Treppe waren, lief der Soldat voraus, legte sich in sein Bett, und als die 12 müde und langsam herauftrippelten, hörten sie ihn schon von weitem schnarchen. Und sie lachten. »Hört ihn euch nur an, vor dem sind wir so sicher wie vor all den anderen auch.« Und sie lachten. Dann taten sie ihre Kleider aus, stellten ihre zertanzten Schuhe unter das Bett und legten sich nieder. Am anderen Morgen wollte der Soldat noch nichts sagen, sondern ging die 2. und 3. Nacht wieder mit. Alles war wie beim ersten Mal.
Sie tanzten, bis die Schuhe entzwei waren. Das dritte Mal nahm er als Wahrzeichen einen Becher mit. Und als die Stunde gekommen war, nahm er seine drei Zweige und den Becher zu sich und ging zum König. Die 12 Prinzessinnen standen hinter der Türe und horchten, was der Soldat sagen würde. »Nun, Soldat, hast du herausgefunden, wo meine Töchter jede Nacht ihre Schuhe zertanzen?« »Mit 12 verzauberten Prinzen in einem unterirdischen Schloss. Sie tanzten dort jede Nacht, um sie zu erlösen.« Da hörten alle 12, dass sie verraten waren und leugnen nichts half, und sie mussten alles gestehen. Der König hielt sein Versprechen. »Nun, mein Soldat, als Dank bekommst du eine meiner Töchter zur Frau. Welche gefällt dir am besten?« »Ich finde sie alle gleich schön, aber ich nehme die älteste, weil ich bin selbst nicht mehr so jung.« Die Hochzeit war noch am gleichen Tag, aber die Prinzen wurden auf so viel Tage wieder verwünscht, als sie Nächte mit den 12 getanzt haben.